Heute soll es hier um ein paar Infos gehen. Schauen wir kurz in den Shop rein, denn der kommt jetzt hier in ganz genau 6 Stunden und 9 Minuten. Wir haben sogar schon mal Shop-Leaks für morgen. Die werden auf jeden Fall ziemlich heftig. Und wenn ihr neu da seid, gerne ein Abo da lassen. Danke für euren Support. Schauen wir kurz auf Twitter nach. Die erste Info wäre, dass wir am Dienstag ein neues Update erhalten werden, was auf jeden Fall ziemlich krass sein soll. Hier haben wir sozusagen, denke ich jetzt mal, einen Teaser zum neuen Update. Sieht so aus, als würden wir einen neuen Ort bekommen. Aber der Ort scheint irgendwie in einer Schlucht zu sein oder unter der Erde. Jetzt kommen wir mal zu den Shop-Leaks, denn morgen wird es einen sehr, sehr krassen Shop geben. Morgen kommt Star-Lord zurück und der ist aktuell, ich meine, 825 Tage alt. Der war zuletzt da im Shop da gewesen. Ist sehr, sehr krass und so sieht das Ganze hier aus. Ich denke mal, viele von euch haben den Skin. Viele konnten sich den Skin bestimmt nicht kaufen. Und so sieht das Ganze hier aus. Einmal Gleiter, Spitzhacke, Emote und der Skin. Und Gamora Bundle kommt übrigens auch morgen in den Shop rein. Was haben wir beim Gamora Bundle dabei? Schauen wir uns aber erst kurz Star-Lord an. Ja, Star-Lord ist jetzt kein schlechter Skin, muss ich sagen. Was haben wir noch hier? Mich interessiert mal der Gleiter. Ja, der ist krass. Der Gleiter ist schon ziemlich, ziemlich cool. Und einmal hier die Spitzhacke. Ja, ist keine schlechte Spitzhacke. So Carbon-Look hier. Und einmal das Emote. Da mache ich euch das mal kurz ein bisschen lauter. Ist ein cooles Emote, muss ich sagen. Nice. Dann schauen wir uns mal kurz das Gamora Bundle an. Das habe ich ja euch schon vor ein paar Tagen gesagt, dass das Ganze in den Shop kommen wird. Aber nochmal so hier als kleine Erinnerung. Der Skin ist gar nicht mal so schlecht. Gefällt mir gut. Wie sieht der Gleiter aus? Der interessiert mich aber gerade. Der Gleiter sieht so aus, da drauf kann man so rumstehen. Allein schon wieder aufgeht. Krass. Alter, der ist krass. Und einmal hier die passende Spitzhacke. Wie ist der Sound? Na okay, Sound ist okay. Spitzhacke würde ich mir jetzt nicht holen. Eine weitere Neuigkeit wäre, dass wir hier ein neues Bundle bekommen. Das war ja schon seit gestern die Info da, dass wir das Bundle bekommen werden. Wird am 2. November erst rauskommen. Ich verstehe nicht, wieso Epic Games das Ganze jetzt schon anteasert. Es ist noch verdammt lange bis zum November und man kann das Ganze im Shop kaufen und natürlich im Epic Games Store. Das Ganze wird echt Geld kosten und man bekommt da noch insgesamt 1000 V-Bucks und eine Lackierung soll noch dabei sein. Die kann ich euch irgendwie nicht zeigen, habe ich jetzt nicht auf Twitter gefunden, aber die Spitzhacke sieht echt cool aus von ihr. Aber ansonsten kennen wir ja die Skins jetzt nur im Minty-Look. Weiteres Minty-Paket. Es gibt ja schon ein Minty-Paket mit 3 Skins. Ich denke mal, das Bundle wird so 20 bis 30 Euro kosten. Aber dauert noch auf jeden Fall ziemlich lange, bis wir das Ganze bekommen. Das war es dann auch hier schon mit dem kurzen Infovideo. Vergesst nicht, meinen Creator-Code einzutragen. Danke für den Support. Und dann würde ich sagen, das war's mit dem kurzen Video.